Oh, ich bleib jetzt so groß? Im Ernst? Und wieder mit diesem Gewand hier. Die ganzen schönen Zähne, wo sind sie hin? Oh. Ich bin aber recht groß hier, ja? Als Riesin kann Alice mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Greife die Türme der Königin an, um ihr Herz freizulegen. Reiße Schlosstore, die im Weg sind, ein. Okay. Das kann ich auch kaputt machen, na herrlich. Oh wei, ich kann ja alles kaputt machen. Und dich, genau. Und kann ich hier die Dinge eigentlich auch kaputt machen? Nee, die nicht. Die nicht. So. Ah, und so wird gestampft. Na herrlich. Was kommt denn hier jetzt? Oh. Was macht sie? Macht sie aber schon kaputt, oder? Ah, alles klar. Ich musste sie doch auch richtig treffen. So ist recht. So ist recht, Alice. Ach, was ist das lustig. Und reiß sie ein. Und das nächste auch. Ha, von wegen Schach spielen. Ich mache alles kaputt. Und das noch. Gleich bin ich wieder voll. Sehr schön. Ah, da gibt es gleich den nächsten Battleground. Wir sind ja durch die Gegend stapft. Herrlich. So, hier komme ich durch. Und hier wird jetzt wieder alles mögliche an Kröpfzeug auferstehen, fürchte ich. Mhm. Da sind sie! Und bam, bam, bam! Oh, verdammt. Oh, das ist aber gemein. Also, sonst kann ich nichts machen. Und schnell aus dem Weg, Alice! Woo. Und sehr gut. Und aus dem Weg gehen, Alice. Gut. Und aus dem Weg gehen. Gut. Aber ich hab's kaputt gekriegt, oder was? Ach so! Alles klar, jetzt hab ich's verstanden. Ich sollte dieses Ding da drauf lenken. Alles klar. Dann muss ich jetzt hier erstmal Platz machen, ja? Kann sein. So, und jetzt bitte hier hinschießen. Oh, das ging ja schnell. Und euch noch. Da kommen noch drei, oder was? Hier, was macht ihr denn hier? So, wie verfahren wir jetzt mit diesen Tentakeln gleich? Erstmal wieder hier ein Leben holen. Was mache ich mit dir? Tentakel ausreißen. Und... Oho! Schon. Achso, wartet, irgendwas muss ich hier machen, oder? Stampfen vielleicht? Oh ja, stampfen. Das Herz zerstampfen. Das war mit Türmen gemeint.
Oh, schlimm, ha? Moment, diese Dinger hier kann ich auch kaputt machen. Oder? Oder konnten das nur diese Bomben? Seltsam, hier kriegt es nicht auf. Aber dass sie so unnatürlich gehen muss dabei, ne? Nur weil sie größer ist, das finde ich schon irgendwie merkwürdig. Aber die Musik macht hier gerade genau die richtige Stimmung. Ich bin Alice Zilla. Ha, ha, ha. Oh? Ich hasse das manchmal, wenn irgendwas geladen wird und ich aber auch gleichzeitig eine Aktion durchführe, gibt es so ein richtig langes Leck und ich habe immer Angst, das Spiel hat's zerrissen. Zwei auf einmal! Und auch hier schaffe ich das jetzt. Doch nicht. Komm schon, dich kann ich auch noch. Nicht? Doch. Und wie ich das kann. Hier geht's weiter. Ich muss noch mehr von den Herzen, denke ich mal, erwischen. Dafür geht's erstmal hier entlang. So, so. Na, wird jetzt wieder hier raufgeschossen? Ich denke, ja. So. Und beweg dich, denn gleich gibt es hier bestimmt wieder Saures von der Kanonenkugel. So, und? Wuhu, die Zähne! Laufen, laufen. Vielleicht muss die Bombe wieder kommen. Nicht? Tatsache. Aber jetzt... Gut. Und jetzt wird hier alles kaputt gestampft. Sehr gut. Ich kann ein paar Tentakeln ausreißen. Oh. Das kam aber unpassend jetzt. Ja, das ist schlimm, ne? Und das Herz auch noch. Was das so schön spritzt. Hm, wir nähern uns dem Hauptturm. Ach so. Na klar, es ist zwecklos weiterzugehen. Es hat einfach zu sehr weh getan, ja? So, gucken wir mal. Ich will erstmal alles hier mitnehmen. Ha, gut gemacht. Die Kanonenkugel reißt das Ding auch raus, ja? Ja, sehr gut. Und hier noch. Achso, den muss ich wieder stampfen, ne? Um an die Zähne zu kommen. Autsch, scheiße. Gut, und hier geht es wieder entlang und einmal stampfen. Mhm. Und einmal hier stampfen. Gut. Aua. Ihr müsst weggehen, ihr müsst weggehen. Ich komme nicht raus. So ist es richtig. Und jetzt nochmal alle zusammenziehen. Mist. Und die zwei noch. Mal gucken, wann sie wieder schießt. Na? Sie schießt jetzt. Und hier ist der eine Tentakel, den ich wieder ausrupfen muss. Und stampf! Und stampf! Nein, wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich schon einmal versucht, dich zu zerstören. Und glaub mir... Unwillkommener Gast, der so bevorherrscht.
Ich war einmal ungründlich. Ich werde jetzt gründlicher sein. Was? Trink mich. Na, jetzt werde ich wohl wieder schrumpfen. Einst bestandest du aus zwei Teilen derselben Seele. Wohin hat dich das gebracht? Geh weg! Es gibt keinen Grund weiterzumachen. Ist sie das? Ein Auge habe ich ihr schon genommen. Aber wie witzig. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich einmal sagte: Ach ja, wirf mir ruhig dein Auge rüber, dann bist du schon halbblind. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Aalas der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Oh nein, Bambi, das ist wirklich... das ist eine Zunge. Bambi ist wirklich der Arzt, der Alice doch ganz am Anfang behandelt hat. Und gesagt hat, du musst vergessen. Deswegen vergessen. Er hat Angst, dass sie etwas weiß. Bah, ich rutsche jetzt auf einer Zunge. Ist ja ekelhaft. Na, hier kann man ja großartig die Dinger sehen. Oh, verdammt. Ah, hier geht's lang. Ah, gut, in Ordnung. Ich habe ein bisschen abgekürzt wieder, ja? Sehr schön. Und wieder ein Herz. Okay. Aber erstmal nehme ich das hier alles mit. Und das hier. Und gucke, was sich hier so hinter befindet. Naja, da geht's runter, ha? Huh? Ah, dann sollten wir vielleicht zuerst das Herz machen. Oder gibt es hier einen Hinweis auf beides? Pfefferkanone. Ich muss das Herz pfeffern. Na, aber dann darf ich, glaube ich, wirklich zuerst hier durchgehen. Das ist so eklig, wie man hier beobachtet wird. Oh, und hier diese ekligen... glibberigen Dinger wieder. Ach. Schau an. Aber ich hab doch schon alle vier. Und... verdammt, wo ist denn die Kanone? Ach so. So. Da kann ich auch noch irgendwie durch. Oder muss ich vielleicht sogar auch durch? Ja, kommt ihr mal alle. Ich umlauf euch mal. Das sind alles welche von der Sorte. Okay. Der schießt gerade gar nicht. Das ist ja nett. Na gut, dann muss ich jetzt diesen einen Tentakel ziehen, damit da hinten die Mauer weggeht. Zack, weg damit. Und zieh am Tentakel. Und flupp. Uah. Ach nee, es kommen wieder welche. Ich muss nämlich nochmal am Tentakel ziehen. Okay, kein Problem. Boah, gibt das Zähne? Krass. Ah,
kein Problem. Aber der schießt da hinten gar nicht. Sehr gut. Hau das Teil weg. Oh, wie man auch so schön sagt, hau weg die Kacke. Und zieh am Tentakel. Sie macht aber auch dabei die Augen zu, ne? Alice findet selber, glaube ich, auch so ein kleines bisschen ekelhaft. Aber guckt euch das mal an. Wie ist da alles irgendwie so... Oh, da ist ja noch einer übrig geblieben. Hey, mein Freund. Flupp. Leider habe ich nichts mehr von dem bekommen. Aber die Extra-Zähne hier, die sind ja wohl mega. Das ist sauber oben drüber gegangen. Eins, zwei und das da noch. Du erstaunst mich immer wieder. Warum? Wie? Es gibt jetzt neue? Schon wieder? Oh. Aber ich bin doch immer noch in der Domäne von der Herzkönigin. Mhm. Na gut. Gut, es sieht schon ein bisschen anders aus, aber... Na gut. Schnick. Ich habe gedacht, man bekommt nur ein extra Blümchen, ein extra Leben. Oh, wie schön. Ja? Pfefferkanone? Wo soll ich denn hinpfeffern? Auf was soll ich pfeffern? Hm? Gibt es hier irgendwo eine Pfefferschnauze? Ich höre keine. Ach, da oben. Alles klar. So, damit wird der Weg frei. Mhm. Oh, verdammt. Das ist ja nicht schön. Und hier jetzt? Muss ich hier wieder auf irgendetwas schießen? Tatsache. Ja. Ich werde mal von hier aus starten. Erst geht der erste, dann der zweite. Ja, gut, das macht auch Sinn, ne? Und rüber da. Bah. Jetzt öffnet sich das Maul da. Uah. Ich fand's Schloss schöner. Um das mal zu sagen. Jetzt sehen die Verfalle hier wie Gedärme aus, ja? Oh, aber wo ich jetzt schon mal gerade gekämpft habe, wollen wir doch mal unsere Vorpalklinge beziehungsweise unsere T-Kanone aufrüsten. Mhm. Okay, die sieht jetzt nicht viel anders aus als vorher, würde ich sagen. So. Da geht's durch. Na, ich brauche zumindest keine Angst mehr vor dem Scharfrichter zu haben. Bah, was ist das? Okay. Ah, das geht ja immer recht schnell. Tatsache, noch eins. Mhm.
Ach, wartet ihr schon auf mich? Das hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn das nicht klappen würde bei denen. Es ist doch immer noch Verfall, oder nicht? Einmal schrumpfen, bitte. So, was ist das? Pfefferkanone in diese Richtung. Uah, es bewegt sich. So ein Geschleime hier. Also wir müssen auch in diese Richtung. Mhm. So, und hier irgendwo muss das Herz sein, da. Gut, diesmal brauchten wir aber nur einen einzigen. Sind wir jetzt wirklich im Innern der Königin? Muss ich jetzt das Herz der Königin von innen zerstören? Das wäre schon ziemlich gruselig, muss ich sagen. Allerheiligstes? Sag ja. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht fliegen und ich kann auch nicht mehr kämpfen. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Ruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wem sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Und ich habe ihn aufs Gleis gesetzt, ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig, nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt eine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen vor dem verschließt, was dich umgeht. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur Seite. In der Tat, Doktor, das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice.
Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz.